dass es nach an 100 Meter scheitert. Das weiß ich nicht. Sehen wir dann ja. Ja, das sehen wir auch. So, wir sind wieder dabei. Akku war leer. Akku Nummer 4. Akku Nummer 4, genau. 17,7 Meter. Ist das? Ist das so? Jeder 17. Ach, wir sind auf jeden Fall wieder voll dabei. Nach der Herde eben. Wir sind uns nicht sicher, was es war. Wir haben dann nicht mehr so viel gesprochen, um ihn nicht zu verschrecken. Aber entweder Witter oder Steinböcke. Steinböcke wohl weniger. Sind, nein, ich denke irgendwie so Witter. Ja, nachher nochmal gucken, was hier so rumläuft. Nichtsdestotrotz, ich glaube, so knapp 4 Kilometer haben wir jetzt noch, bevor wir fertig sind. Hier wollen wir noch genießen. Ich glaube, kein Highlight mehr, das wir haben. Achso, eine Kirche hatten wir noch gehabt. Die haben wir noch, die liegt oder auch nicht. Oder die haben wir noch, die Kirche. Ja, dann sehen wir die ja gleich. Die Stiefel sind doch schon wieder sauber. Das hat Sinn. Ja. Ja. Stimmt. Ups, hast du ja gedreht. Also ich lohnt sich das schon, ein bisschen in den Wald zu blicken. In was? In den Wald zu blicken. Es gibt doch noch ein paar Tiere. Ja, ja, klar. Kann es das sein, dass das wärmer geworden ist, Alter? Spitze, ne? Ja. Ich auch. Hast du deinen Schüttelfrost überwunden? So ungefähr. Ich gucke mal, wie warm. Nehmen wir 173. Ja, 3 Grad. Im Border. Aber ich müsste wahrscheinlich um aktualisieren. Ich nehme mal. So geht es auch, ne? Mal eine andere Perspektive. Ja. Ich glaube, mit dem anderen ging das gut.
Schneider. Halt mal das. Ja, wir gehen noch einmal durchs Dorf. Dann können wir noch ein Käffchen trinken. Also ich krieg Geld dabei? Ja, ich natürlich immer nicht. Ja, ich natürlich immer. Ja, du bist schon besser ausgerüstet. Ja. Ich weiß bloß nicht, ob sie dich reinlassen. Das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich eher weniger. Ach, das glaube ich nicht. Wenn die so sind wie der Burgherr von Ravensburg. Ja. Oder hieß der Ravensberg? Die Burg von Ravensburg. Ach, meinetwegen. Der unsere Lebenszeit verschwendet hat. Ja, haben wir nichts mehr zu erzählen, wa? Ne, im Moment ist ja auch nichts. Da war weh. Links und rechts Baumschirme. Im Moment ist ja auch. Ja, dann geht es noch ein bisschen durch hoch. Ja, wir müssen aber gleich links. Okay. Jetzt wahrscheinlich. Genau.
Ja, wird auch nicht jedes Mal mit dir, ne? Deine Uhr. Nee, habe ich ja ausgemacht. Ach so. Nein, ich meine ja, die vibriert doch, oder nicht? Ja, schon. Jetzt hier. Links. Na super. Ja, das ist noch so ein bisschen die Ungenauigkeit der Satelliten. Ja. Auch da müssen wir die nächste Generation erfahren. Ich weiß auch, das Dorf. Das ist jetzt sehr kurz gerichtet. Ein bisschen, ja. Ja. Vorne. Ja, an dem Fußball habe ich ja nicht. Ja, hinten nicht. Hinten eigentlich weniger. Nee, ist vorne. Ja vorne an dem Ball. Ja, ja. Nicht an. Vor den Zehen da. Die ja, ja, genau. Das merkst du schon nicht so richtig. Da muss man durch. Yep. Ja, liegen, bleib liegen. Das will ja keiner. So ist es. Ja. Zivilisation. Die hat uns wieder. Das ist fast alles sauber. Das sieht aus wie fast alles sauber. Mhm. Ich habe dir gesagt, mit Schnee Eiskugel machen und reiben. Mhm. So, das meint rechts. Fast alles sauber, sagt Achim. Rechts. Dazu. Ja, rechts. Hast du nicht gesagt, wir müssen in die Zivilisation? Ja, aber es scheint sich noch ein bisschen hier da. Okay. Ja. Okay, dann, dann halt nicht. Ne? Dann noch essen ein bisschen später. Ja. Ich kann ja sagen, wir wurden überfallen oder so. Ne? Horde. Horde. Eine Horde. Genau. Ah. Was denn? Hier war aber kein Bulldozer.
Ja. Musst du Dienstag wieder arbeiten oder hast du noch Urlaub? Nee, Dienstag muss ich wieder los. Ja gut, aber bis zum 19. Ja. Ist ja nicht ganz so lang, ne? Ja, etwas die Tagewoche. Die stimmt. Und dann nochmal eine 5-Tage-Woche und dann ist es das schon wieder mal geworden. Ja. Und noch eine 4-Tage-Woche und dann war es das. Überall toll durch hier. Voll der Slalomlauf hier. Voll die Stolperfalle wieder. Ja, oi, oi, oi. Ich dachte, wir mit der Nase im Dreck liegen. Ja, Achim. Ja. Da war wieder klar, dass zum Ende hier wieder so ein Scheißweg kommen muss. Ich probiere mal hierher. Ja, wie sieht das aus da auf dem Sofa? Oh. Auf dem Sofa, die Zuschauer. Wir laufen hier durch die Wildnis, durch den Matsch. Und ihr könnt euch das schön angucken. Ja, wir müssen gleich rechts. Ne? Wie rechts? Was sagt denn dein Akku überhaupt? Rechts halten. Können wir jetzt schon rechts gehen, oder? 30%. Ah, Alter! Ja, Mann, da ist er noch. Ist er noch fast voll, das Ding. 30%. Alles gut. Da hinten. Oh, da hinten ist er, wie ich sehe. Ich habe den. Das Schild gesehen. Ja. Ja, wenn du irgendwo hier durchkommst. Das ganze Gestrüpp, was ich hier. Ja. Was ist denn hier für ein Baumstamm? Aus dem alten ein neuer entstanden.
habe ich echt abgeholt. Ja, sehr viel. Das stimmt. Ja, sehr viel. Ja, der eine Förster so, der andere so, ne? Zumindest schon mal in Form gebracht dafür, ne? Ob die den Scheiß verticken? Bestimmt, ne? Ja. Oh, hier ist ein schöner Bach, ein breiterer. Ach, komm mal, überqueren wir noch. Ich denke, der ist schon ein Schuss drin vorbei. Jetzt ist es von den Temperaturen her super angenehm, oder? Mir zu warm schon. Ja, also im Gegensatz zu vorher natürlich besser. Also finde ich. Ja, würde ich schwierig werden. Ja, können wir irgendwie was kombinieren, oder? Wir müssen hier lang. Ach, wir müssen daher. Ja, so sehe ich das. Ja, ja, das. Jetzt geht es ein bisschen gleich hoch. Ganze Baden. Ja, ja. Und der Bach ist auch da. Ja, guck mal hier. So. Kinders, hier schöner Bach. Hier Wasser. Ja. Komm, da müssen wir. Schuhreinigung. Eine Schuhreinigung. Ich sehe eher mal Fotosafari hier. Statusmeldung. Ja, dann hier hoch. Jetzt wieder mal ein paar Stufen kriegen, ne? Ja, aber die zählt meiner eh scheiße zurzeit. Meiner noch schlimmer, ist ganz schlimm geworden. Echt? Ist das irgendwie so ein... Der zählt ihn nicht mehr richtig. Ich kann es dir sagen, ich bin ja den schwarzen Turm. Ja. Das waren 50 Meter hoch. Ja. Ja, das sind ja normalerweise schon mindestens, ja, durch 3, 15. Ja. Der hat er nicht gezählt richtig. Wieder zu viel oder so wenig? Zu wenig. Ja, meiner macht ja zu viel. Links halten. Hier? Ja, sieht so. 30 Meter hinter. Ja, ja. Das ist aber auch ein Weg. Was? Beides Wege, das ist auch ein Weg. Hier passt. Hier passt. Nee, nee. Achso, du meinst den Baum. Achso.
Flasche, versteckt sie mal. Das war die falsche. Weiter. Ich habe gestern mit Birgit auch noch eine Diskussion darüber gehabt, die einfach Getränke und auch dieses ganze Zuckerwasser weglassen sollen. Hier Fanta und hast du nicht gesehen? Ja, das ist ja nur Zuckerwasser. Ja. Jetzt hast du erstmal angefangen, jetzt hier an dieser Zero-Cola und so dran zu gewöhnen. Ja. Wir sind da schon dran gewöhnt. Ja, das ist es. Oder die trinkt ja dann Zero Fanta oder so, ne? Hat sie wohl, glaube ich, irgendwie bei Willi, gab es das wohl oder so, Willi hat von Zero, und die hat sie erst gar nicht gemerkt, ne? Bis sie das dann hinterher gesehen hat. Das, ja, aber die Sprite schmeckt ja wohl scheiße irgendwie. Du, ich hab auch nur Zero Cola bisher gesehen. Und ja. Die musste dann ja auch irgendwo im Malkorb vielleicht oder so. Oder getränkte Malz vielleicht dann auch noch. Ja. Ich hab das auch noch gesehen. Okay. Ich will sicherlich meine Dose davon kaufen. Ja. Aber ich hatte jetzt heute irgendwo oder heute Morgen irgendwie gelesen, oder was gestern Abend noch, ich weiß nicht mehr, ist auch egal, dass Nestle wohl zum Teil zumindest von dem Zucker weg will, ne? Zu diesen hohen. Nestle ist ja mit einer der größten Produzenten von. Warum wollen sie das denn? Weil sie merken, die Leute essen und trinken die Wurst. Genau, so ist das, ne? Ja, ist klar, gut, aber das ist ja, das ist ja schon mal ein, das ist ja schon ein gutes Zeichen, dass wir die halt in die richtige Richtung dann. Obwohl, wer weiß, was die sich wieder einfallen lassen, was sie da sonst da reinpacken, ne? Da ist er hier. Von dem Zucker zum Teil erstmal abzukommen, das ist natürlich schon erstmal ein. Dauert ein paar Wochen. Das ist ja halt wie eine Sucht auch, ne? Wenn ich bedenke, weil früher hatte ich Zucker im Kaffee, ich hatte überall. Ja. Aber das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ich habe das schon immer schon. Ja, das ist ein Vorteil. Da hast du natürlich Glück gehabt. Aber wir hatten Kaffee immer mit Zucker angefangen. Und dann. Scheiße. Und dann ohne Zucker. Keine Ahnung, zu unseren Top-Zeiten. Ja. Wie haben wir den Kaffee da getrunken? Mit Zucker? Alter. Also ich habe den damals immer nur mit Zucker getrunken. Und dann kannenweise, ne? Da kannst du dir vorstellen, wie viel Zucker ich dazu mir genommen hatte. Zwei Löffel Zucker, das weiß ich noch. In so einem Pott Kaffee. Ja, weißt du, was in Cola und Fanta drin ist? Ja, ist ja genauso viel Scheiße. Ist ja genauso viel, ist ja nichts anderes. Ja, aber bis sich der Körper erstmal dran gewöhnt, du musst den erstmal wieder runterholen von dem Scheiß. Ne? Und jetzt? Ich trinke sogar Kaffee ohne Milch. Soweit habe ich das jetzt schon geschafft. Also, pff. Ja. Aber für viermal, da kaufen wir keine Milch mehr. Da gibt es halt Kaffee nur noch schwarz. Ne? Aber auch gut, auch lecker. Wenn er den schmeckt, ist das ja in Ordnung. Dann, richtig. Wenn der Kaffee natürlich wie Pfütze schmeckt. Ja, das ist natürlich scheiße. Das stimmt, da hast du recht. Da hast du recht. Das ist, wir haben eigentlich so ein, auch so ein ganz guten Kaffee. So, links oder was? Oh, ich sehe Treppen. Das könnte jetzt nach so einem langen Marsch auch ganz schön auf die Beine gehen. Ich merke das nämlich. Wenn du die ganze Zeit nur läufst, dann kannst du echt schlecht. Hörst du das? Das Gefiepe? Ja.
Ich meine, aber keinen Kopf. Einen Kopf mache ich mir auch nicht. Ich wollte nur wissen, ob das bei mir im Kopf ist oder ob ich das wirklich... oder außerhalb. Genau. Extern. Genau. Ich höre es auch, also extern. Gut. Wo rechts? Am Bach? Betreten auf eigene Gefahr steht da. Was ist da denn rechts auf dem? Da haben sie Strom hingelegt. Hä? Verkehrsverein Wendhagen-Ehlen. Oh, jetzt geht's in den dunklen, dunklen Wald. Achim! Ein böses Bild von dir. Aber ich muss sagen, das Foto kann das nicht widerspiegeln, so diese. Also wenn man da mal was Besseres hätte. Ich weiß jetzt nicht, wie so ein 3D-Sicht kriegst du wahrscheinlich auch nicht so hin. So ein 3D. Weiß nicht, das ist irgendwie die ganze Atmosphäre. Wenn man das so einfangen könnte auf so ein Foto. Nee, das ist so. Ne? Ja gut, du hast natürlich auch so diese ganzen Gefühle und so, das ist halt. Kannst du halt nicht auf dem Foto festhalten. Ist doch mal so. Wenn ich mir das so angucke, was hier auf der Erde liegt, ne? Wo haben die das denn weg? Was denn? Das haben die hier doch hingeschleppt, das haben die doch nicht hier. Hier ist doch nichts hier. Guck dir mal, wo sollen sie das weggeholt haben? Das haben die ja. Ja, ja. Das schon. In 64 Meter links. Haben wir noch ein bisschen. Das stand da aber. Das stand da. Ich habe ja nur gesagt, was da stand. Guck mal, ist hier schon wieder ein bisschen kälter. Ja. Sag das den Bäumen, die stellen mir hier immer ein Bein. Ja, da über die Brücke rüber. Und dann nichts. Okay. Hier plätschert es wieder richtig schön. Die Wasserfälle. Hier gibt es bestimmt auch Stieglitze.
In solchen Bächen, da sind die. Immer da, wo Bewegung ist, da sind die. So, hast du gesagt, hier links? Ja. Dann machen wir das doch mal. Da haben wir heute einen richtig schönen Ostermarsch gemacht, hä? Ein Halbmarathon ist das? Ja, 21. Halbmarathon. Ne? Okay, also du, kenne ich mich nicht mehr aus. Wenn du das sagst, glaube ich dir das. Stimmt, das weiß ich. 42 weiß ich. Aber da gibt es auch noch irgendwas mit 17 oder sowas? Gibt es auch noch? Oder 15 oder sowas? Weiß ich nicht. Gibt es da nicht mal? Oder gibt es Viertelmarathon oder sowas auch? Oder Drittel? Oder keine Ahnung. Ich bin jetzt schon auf die Uhr auf 20,5. Mal gucken. Wir müssen noch ein, zwei. 19,6 sagt meiner. Ja, dann schaffen die 21. Ja. Ja, guck mal, haben wir uns schön gesteigert auch noch heute. Ja. Super Sache. Jau! Und ich nicht. Oh, wir haben gestern noch eingekauft, wo wir wieder gekommen sind. Vorgestern. Ne, Samstag haben wir heute. Kommt schon mal durcheinander. Heute ist Sonntag. Heute Sonntag, ja. Gestern sind wir wieder gekommen. Genau. Haben wir noch eingekauft. Beim Lidl kaufen wir mal Äpfelkuchen. Nur Viererpack. Lecker, der ist sehr lecker. Kostet 1,09. Wir haben drei Pakete gekauft. Aber wir essen beide sehr gerne. Okay. Wir müssen heute auch reinziehen, glaube ich. Ja, ist ja gut. Nee. Zeit. Wieder steil nach unten im Moment. Ja. Musst du wieder was zulegen. Weiß ja nicht, was dein Ziel ist, wo du hin willst. Keine Ahnung. 75 wieder. Ach so. Weiter, bis ich ein Ziel habe. So. So sieht meine Kurve im Moment wieder aus hier. Okay. Ja, ist okay. Was war da unten denn? Da habe ich Jana kennengelernt. Im Knick. Das war Fitnessstudio. Was hast du denn da gewogen? 60 oder was? Nee, 70. 70,5 oder so. Ach so. Das ist natürlich schon zu wenig gewesen. Das war knapp an der Ernährung. Ja. Nur 70 oder so. Ja, ist ja sowieso. Ich denke mal, wenn du Sport machst, dann kannst du aber auch wieder ein bisschen mehr wiegen. Also, ne? Ja, erstmal die Zeit verbringst du nicht mit Fressen. Ja. Ja, oder sonstigen faulen Sachen, wenn du Sport machst. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Ja. Und natürlich baust du. Ja, ich sehe das ja. Ich sehe es jetzt hier an den Beinen. Also, ist natürlich auch so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also, ja, da musst du nicht zu viel. Nee, das ist es. Wie das ist. Was ist jetzt los? Nee. Komm, wollte ich jetzt auch nicht. Lass uns drum rumgehen. Das Problem ist, wenn ich merke, dass ich an der Brust mehr zulege, dann passt auch wieder alles nicht, ne? Wenn du jetzt zu viel Muskulatur aufbaust, siehst du das? Ja. Ist alles schon wieder zu eng. Das ist natürlich auch scheiße. Dann musst du mal neue Klamotten wieder kaufen. Ja, habe ich aber keinen Bock zu. Warum denn? Nee, darum. Also ja. Irgendwo übersteigt es nicht mit dem. Muss halt ein bisschen was tun auch. Muss halt nur ein bisschen weniger, nicht so viel Gewichte. Eigentlich geht das auch, wenn du jetzt machst den Sport, aber hast halt nicht die Kalorienzufuhr, dann geht das auch. Dann baust du auch nicht zu. Also nimmst du auch nicht ab, zu. Aber naja. Drehst du dein Essen immer noch ein, oder? Hä? Ja, natürlich. Ja? Ja. Du machst das an. Nee, ich mach das. Du hast ja die Kurve gesehen. Ja. Sehr coole. Wo ich Jana kennengelernt habe. 10 Kilo. Ja. Zugenommen. Ja. In den letzten, anderthalb Jahren oder zwei Jahren. Das schwankt, das ist normal. Das sieht so wild aus, das ist aber nur ein Kilo. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja nur ein Kilo, oder? Ja, ich weiß jetzt, wie die Skalierung halt ist, ne? Schon klar.
So. Jetzt kommt unser Dorfstück. Okay. Ja. Dann gucken wir uns das Dörfchen halt auch an hier. Ja. Geht doch. Oh, da ist die Kirche. Da ist die Kirche. Oder? Und irgendwann liegen wir auf so einem scheiß Acker hier. Nee, ich glaube nicht. Verbrannt. Ja, trotzdem kommst du ja doch hier auf so einem. Ja, so einem gut. Mein Vater ist auch verbrannt, der kriegt auch so ein kleines Plätzchen da. Er hat einen Meter mal Meter oder was das ist. Mit der Urne. Und deine Mutter, habt ihr die noch richtig beerdigt, oder? Ja. Ist die erst da? Die ist richtig beerdigt. Was? Ja. Kriegen wir schon hin. Also, wir sind doch noch nicht da. Gleich links und geradeaus. Da, wo am Auto vorbei, denke ich. Okay. Wir sind hier irgendwann vorbeigefahren. Müssen wir nicht da hinten hin? Sieht alles gleich aus. Ja, das sieht alles gleich aus. Okay. Und dann müssen wir. Was ist hier denn für eine Hütte? Ja, das ist der Weg, ja. Hier, ja. Wir stehen da hinten. Ja, da sind wir los. Okay. Ja. Jetzt gehen wir da oben her, oben rum, so rum, rum. Ja, okay. Komm, das machen wir jetzt. Ja. Ja. Was war das denn hier? Sieht aus wie Sonne. Netzwerk am Leben. Wie kriegt den Scheiß da weg, diese Telekom-Kacke? Keine Ahnung. Hast du das nicht mal mehr, ne? Keine Ahnung. Diese Einstellung viel. Ja, alles dabei heute, wa? Ja, war gut. Ah, ich leg meine Frau heute in meine Füße. Schön einschmieren. Ja, das wäre nett. Das wäre nett. Ja. Dran glauben kann man da, ja. Ach, das macht die auch. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und zwar, du musst dann nicht wie andere eine Jeanshose für 54 Euro für kaufen. Nein. Ich habe drei Jeanshosen gekriegt. Das muss reichen. Ja, die Hand zusammen vielleicht. Die eine teuerste war 40, eine 20, eine 30 oder so. 100 Euro vielleicht für drei Jeanshosen. Das ist ein guter Preis. Das ja, das denke ich auch. Und das reicht doch jetzt. Und das war auch geplant. Ich hatte auch nur noch 2,50 oder so. Okay. Hallo. Hallo. Mein Sohn, sein Auto hat er auch in der Werkstatt gehabt, habe ich das erzählt? Nee. Hat er sich gleich wieder übers Ohr hauen lassen, ja. Ja, da haben sie ihm gesagt, kostet 350 Euro, okay. Auto ist ja nichts mehr wert. Ja, das kostet 700 Euro. Jetzt hat er die Kohle wieder nicht gehabt. Dann müsste ich da zuschießen. Ja. 300 Euro. Aber ich habe ihn gleich für das nächste Mal Kostenvoranschlag. Ja, wollte ich gerade sagen, dann dürfen ja nur maximal 15% drüber oder so, ne? Und dann muss sich das auch noch lohnen bei dem Auto. Und da
Ja. Ja, das ist das Problem mit den Autos. Ne? Das haben wir ja auch schon, bei Vanessa auch schon. Weil was ein Auto fährt, das 300, 400 Euro wert ist. Du brauchst keine 700 Euro mehr reinstecken. Kannst du dir normalerweise ein neues holen. Für 700, genau. Das stimmt. Das ist wohl so. Passt mir das auch nicht, aber nichts damit. Ja. Nee. Im Moment eine Menge Unkosten. Kosten? Kosten. Der Anwalt, Post vom Anwalt habe ich auch schon einen Termin machen wegen Gerichtskosten. Okay. Und wegen Kosten für Standesamt. Ja, scheiße, das fällt mir das ein. Das wäre es ja noch gewesen. Hättest du letztes Jahr noch geheiratet, hättest du wenigstens noch die ganze Steuer wieder gekriegt. Ich alles wieder. Bist du? Ja, es zählt das ganze Jahr. Also, dann geht's ja. Sie hat mir ja, ich war ja extra bei Anja, habe ja so Einkommensteuer gemacht. Ja. Und sie hat mir für beide Jahre, für 2016 und 2017, die Steuern und die Differenzen ausgerechnet. Schön. Hat sie mir das schriftlich beigetan. Ja gut, der muss natürlich erst noch genehmigt werden. Also. Ja gut. Damit ich da erstmal was habe. Kannst du Stress haben? 11 oder 12.000 Euro. Wenn sich das, wenn sich das Finanzamt jetzt wieder querstellt, ne? Ich weiß nicht, das ist immens. Das ist richtig, richtig Schotter. Aber jetzt müssen wir erstmal die anderen Sachen machen. Wir müssen jetzt erstmal zum Bürgerbüro. Hier stellt sich bei mir die Frage, ob wir jetzt einen deutschen Pass beantragen. Ja, einen vorläufigen. Mhm. Weil sie gilt ja beim Standesamt als staatenlos. Mhm. Das steht jetzt auch schriftlich. Ja, ist sie ja aber eigentlich nicht. Da guckt wieder kein Schwein durch. Ja, jetzt gehen die nächsten Probleme los. Ja, ist doch so. Ja, ist so. Das machen wir jetzt mit dem Pass. Ja, gut, keine Ahnung. Wieso, aber normalerweise staatenloser hast du doch Anspruch auf einen deutschen Pass. Auf einen vorläufigen deutschen Pass, ja. Genauso werden wir es auch machen. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist doch erstmal ein Anfang. Und dann kannst du hinterher immer noch. Der ist immer noch besser wie auf alle Fälle. Der lettische Alien-Pass. Genau, der kann sie ja gar nichts. Mit hin kannst. Da kannst du überall mit hin, oder was? Ja, klar. Ohne Probleme. Ja, natürlich. Aber die Länder, die haben doch keine. Ja, das sieht doch gar nicht mehr. Der Standesbeamte selber hat gesehen, dass das ein Alien-Pass ist. Ach so, die denken, das ist einfach ein lettischer Pass, oder? Ja, das ist genau ein normaler Pass, da steht halt nur drauf. Okay, ja, na gut. Nicht Bürgerpass. Okay. Ja, fremd, das ist ja ein Fremd, heißt das ja. Fremd. Ja, Alien heißt ja fremd. Hier, die guckt das mal im Kamin, für den Fernseher, Osterfilme. Ja, ist das toll. Ach, Osterfilme kommen da immer die ganzen Jesusfilme und die Kreuzigung und den Kram, ne? Ja, wir sind noch richtig. Vielleicht rechts, dann links. Dann ja. Rechts, links, rechts. Also, das kannst ja alles nacheinander. Das ist ja. Ja, das werden wir heute Abend, werden wir auch einen schönen, gemütlichen Fernsehabend machen mit schönen Schweinekoteletts paniert. Sie hat sich Salat gekauft. Aber da harmonieren wir ja nicht, ne? Sie isst ja ganz anders wie ich eigentlich. Rote Beete und ein Krempel und das mache ich ja alles nicht. Ja gut, das ist. Da hat sich einen schönen Salat gekauft. Gut gelacht. Ist auch okay. Feta-Käse und sowas esse ich auch nicht. Ja. Da kann ich mich ja auch, das ist ja auch alles meine Sache. Ne? Das ist gut. Mein Ding ist hier. Ich esse alles. Also fast alles. Mittlerweile ja sogar. Ja, Kartoffelbrei esse ich natürlich auch. Fünf Stoffkartoffeln, okay, darum. Also sogar Rosenkohl. Habe ich früher gehasst, wie die Pelle. Aber mittlerweile ich auch gerne. Ganz lecker. Wenn das schön in so einer schönen Soße ist. Scheiße, ich krieg langsam Hunger. Das war zum Auto gekommen. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gehabt. Ja, ich habe jetzt schon zwei Brötchen. Ich habe noch nichts. Ja, das weiß ich sowieso nicht. Ich habe auch nur diese kleine Pizza bei Martinis. Und da bin ich auch noch nie satt davon geworden. Da habe ich schon mal zwei von gegessen. Sind die kleiner wie im Lindenhof da? Ja. Also der ist ja mittlerweile wieder gut. Seitdem den Hof haben wir auch schon wieder ein, zwei Mal lang, glaube ich. Ja, ist doch gut, oder nicht? Hast du gesehen bei Michael? Nee, was da? Das Dach ist weg. Okay. Du bist vor, wird ja neu gemacht alles. Ja. Ich denke, dass der in zwei, drei Monaten im Sommer gibt es wieder Einweihung. Na, dann ist doch was. Ja. Dann ist ja gut. Was war's denn jetzt eigentlich gewesen? So. Rechts. Ja, ist doch gut.
Obwohl ich ja eh lieber ins Delphi gehe, ne? Aber ja, gut, also im Delphi, ich finde mich ja immer noch, der beste Grieche. Schon alleine, weil er bei uns in der Nähe ist. Ja, deswegen ist er der beste Grieche. Nein, auch so schmeckt es ja auch. Ja, nein, schmecken tut es da, ist richtig. Das ist richtig. Das stimmt wohl. So, wollen wir Fazit machen oder was? Du hast keinen Akku mehr, oder? Doch, wir sind gleich da, oder nicht? Wir sind doch gleich fertig. Ich habe 20,77 auf dem Tacho. Im Moment gehen wir aber falsch. Ach, du wolltest unbedingt die 22 voll machen, ne? Wo sind wir? Hier steht schwarz auf weiß, irgendwo grün rechts, auf gelb. Irgendwo gleich rechts. Da hinten ist eine Straße, aber. Guck mal, noch ein paar Meter, noch ein paar Meter. Dann ist die das. Jo, das ist die. Ha. Na denn. Einen Kilometer kommt jetzt auch nicht mehr drauf an. Nein, das meine ich auch nicht. Ist jetzt auch. Ich bin bei 21,67. Ja, denkt an Komoot, zieht ja eh wieder einen halben Kilometer ab. Macht nichts. Wir machen ja noch 2, 3. Füße haben wir. Hat man die Schmerzen, habe ich mir auch dran gewöhnt. Oh, bekannt machen. Was haben wir? Warte mal gucken hier. Also, kurz die bekannt machen. Die öffentliche bekannt machen. Alter, ist denn hier das Rathaus oder ist das hier? Stadthagen. Alter Walter. Ja, stimmt. Das Dorf, wenn das Dorf, das machen sie die Bekanntmachung wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich glaub's nicht. Hä? Ich glaub schon. Das ist ja alles scheiß Leder am letzten Jahr. Doch, wir sind richtig. Geradeaus. Wir haben doch unser Auto an der Hauptstraße geparkt. Wie können wir hier... Hallo. Guck mal, wir sind richtig. Vollkommen richtig. Ach komm, ich lass mich überraschen. Das ist jetzt noch ein Kilometer. Geradeaus. Guten Kilometer. Und dann müssen wir noch 500 Meter. Anderthalb noch wieder. Aber geradeaus, das heißt, wir müssen. Durch die Wallakuten. Ja. Durch die Wallakuten. Na dann. Wir müssen da noch komplett durch, oder was? Ein Kilometer noch, geradeaus. Ach so. Okay. Das sieht so aus, ne? Dann da hinten, weiß ich nicht. Was hat der denn für eine blöde Tour gemacht, der Idiot? Ich hab gerade meine Schuhe geputzt im Rasen. Ja. Super Sache. In 50 Metern geradeaus. Ja, das ist der Feldweg, das ist wohl so. Das ist es so. Gott sei Dank macht er noch einen recht guten Eindruck. Hier am Anfang. Lass uns mal überraschen. Hunde verboten. Nee, dann wäre es nicht grün, glaube ich nicht. An der Leine. An der Leine musste 1. April.
So ungefähr, wa? Ja. Nein, der Weg hier. Das ist in Ordnung, das war ja gut zur Reinigung. Ein bisschen seitlich ist gereinigt. Noch. 25, 26. Könnte auch reichen, ne? Ja, das reicht schon. Da ist unser Wald. Hä? Da unser Wald. Ja. Da kommt wieder Wald. Super. Ich freue mich schon. Das ist eine Tour. Das ist auch mehr ein Spaziergänger. Das glaube ich auch. Gut, dass wir die ein bisschen entschärft haben hier. Die Tour. Der wollte bestimmt seine, keine Ahnung, 16 Kilometer voll haben und deswegen ist er hier nochmal 1,5 Kilometer übers Feld gelaufen. Was? Eigentlich, ja. Scheint nicht das Sauberste zu sein, oder was? Ja, nicht noch, was sie da auf das scheiß Feld gespritzt haben. So. Bestimmt dieses, wie heißt das? Weiß ich auch nicht mehr. Oh. Was? Oh, oh, oh. Was ist auch? Bestimmt alles so dunkel bei mir. Geradeaus noch bis zum Dorf. Gut. Schon wieder bis zum Dorf? Ja, bis da hinten, bis zum Dorf. Bis zu den Häusern. Müssen wir noch. Okay. Okay, dann brauche ich jetzt erstmal nicht mehr gucken. Wird es echt knapp. Tja, längere Touren können wir nicht machen, ohne Powerpack. Ja gut, aber das Powerpack hat ja 21.000 mA. Das sind 2-3 Ladungen. Das ist kein Problem. Ja, dann laufen wir erstmal einmal durch den Wald, um den Wald rum. Nein, müssen wir gar nicht. Und hinten ist auch so eine. Die haben überall hier so kleine. Guck mal, da hinten auch, ja. Echt, das sind mindestens 3 Stück, da ist auch noch einer. Hier, da. Guck mal. Die haben über. Ist aber irgendwie wie gemacht. Ja, ist die Frage, was das soll. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Da hinten sind auch überall welche. Siehst du das da? Müssen wir mal genau untersuchen. Warum komisch, wer weiß, was die da verbuddelt haben. Ja. Ist da dein Schatz drunter? Dein Schatz! Ja, siehst du die Gräber dort unten im Tal, ne? Da ist auch so ein. Ja. Und da, der ist sogar noch höher.
Ja. Da klingeln wir überall. Schon sehr verdächtig, ne? Ja. Drumherum. Die meinen wohl, das wird keiner merken. Aber nicht mit uns hier. Da, da weißt du, was da drunter sind? Da haben die ihre Raumschiffe drunter. Die haben sie da getarnt. Versteckt. Ja. Die Außerirdischen. Die Russen? Die Außerirdischen. Die Russen kriegen, können keine Raumschiffe bauen. Ja. Okay. Alter Falter. Weißt du? Aber das ist ja irgendwo ein bisschen ungewöhnlich. Ne? Ja. Sehe ich auch so. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ich weiß nicht. Das ist doch nutzbare Fläche. Da könnte man zack weg. Ja, also von daher frage ich mich, warum. Da hat einer die freie Strecke 5 Meter nieder, runtergebuddelt. Ja, das ist so analog. Schon sehr fertig, da haben sie vielleicht ein paar Städter verbuddelt. Die frech wurden. Die haben sich hier, genau, deswegen habe ich schon angeschaut. Die haben sich über den Käse gut beschwert. Schöne freie Fläche hier. So, was haben sie hier angebaut? Na, was sieht das denn aus hier? Was es ist, da haben sie vielleicht dieses, es gibt doch dieses spezielle vom BASF, dieses Zeug, wenn sie das da rausspielen, dann wächst da nichts mehr drauf. Nur wenn du spezielles Saatgut hast, nur das wächst da drauf. Damit bringen sie die Leute in Abhängigkeit. Ganz schlimm. Die Bauern das machen. Das musst du nur einmal drauf machen, da wächst da Jahrzehnte nichts anderes mehr drauf. Das sagt nur, dass du von denen kaufen kannst. Ja. Das müsste verboten werden. Das auch, ja. Ja, dann sind wir gleich beim Dorf, wa? Ja, ich denke, jetzt ist es noch ein Kilometer. Ja. Okay. Das heißt, ja, 24. Das hörte sich nach kinderfreie Zone an. Ist es auch. Fehlt mir noch den letzten Rest. Ah, guck. Ich tippe ja mal auf Jerome. Oder Willis Daumen. Ja, gestürzt. Die Sonne kommt raus. Ja, ist warm im Rücken. Thank you.
ist aber kein Weg. Da ist kein Weg. Da hinten geht ein Weg lang. Ist auch verkehrt. Das ist auch ein ganzes Stück. Das war aber recht wild. So, hab ich ja gesagt. Ja. Verlässt, bist du verlassen. Aber ist mal ehrlich, jetzt verlässt du dich auf den Scheiß und dann. Ja, gut. Dein Wort. Kann das sein, vielleicht ist er kurz ins Feld reingegangen. Von Pillern, vielleicht nach Pillern. Weiß ich nicht. Hingebaut. Und hat gesehen, ach scheiße, da komme ich doch nicht weiter, dann gehe ich wieder zurück und gehe hier rum. Alles möglich. Ein Meisterstück. Ach, ein Meisterstück. Cuxhaven sind sie auch angereist. Mama besuchen. Der höchste Wasserfall heute. Ja. 5 cm. Das sind schon fast die Niagara-Fälle. Und hast du kein Video gemacht? Natürlich gab es da schon Videos. Mensch. Okay. Das hast du noch 15%. Aber wir haben ja nicht mehr ganz so weit, ne? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo du mich noch hinführen willst hier. Nein, nur noch zum Ofen. Ich habe das Gefühl, wir sind gleich zu Hause. Du meinst, deine Füße haben das Gefühl. Nö, das geht noch. Also, ich merke es zwar, aber... Das ist jetzt nicht kein Schmerz oder nee, mehr so ein Drücken, aber wer weiß, wo das endet, kann ich dir auch nicht sagen. Das endet, wenn wir gleich gefahren sind, kommen wir aufs Auto. Das. So, rechts, links. Hä? Alter, du hast sie doch nicht mehr alle. Links, sagt er. Das kann nicht sein. Hallo, wo ist dein Auto? Geradeaus wieder noch. Wir müssen doch geradeaus. Geradeaus. Links, überleg mal, wenn wir links, ey, da ist nichts mehr. Ja, mal doch links hier, 10 Meter. Mhm. Oh, so nicht auf den letzten Metern noch hinfallen hier und stürzen. Aufs kaputte Knie wahrscheinlich.
Alter, da stand aber nicht, dass wir 3 Kilometer Straße gehen müssen, oder? Nee. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, ich auch nicht. Da müssen wir aber das Terrain noch mal genau angucken. Oberflächenbeschaffenheit des Wanderweges. Mann. Das ist ja nur Straße hier. Ja. Mittagessen. Ja. Die dürfen was mitnehmen, glaube ich. Wissen wir. Gleich ist Uhrenakku niedrig. Wegen der ganzen Meldung. Ah, da ist die Hauptstraße. Ich glaube, da müssen wir rechts. So. Na, wir kommen jetzt gleich an unseren Startpunkt, wo wir eigentlich hätten starten müssen. Ja, ja, da müssen wir noch dran vorbei. Ne? Nicht erstmal ein ganzes Stück gewesen, ne? Ein ganz schönes Stück, Alter. Hier, guckt es euch an. Oh, jetzt wird schon abgekürzt hier. So weit sind wir schon. Abkürzen. Diese langen Touren, die sind bei mir immer abgeschmiert. Das über 20 Kilometer. Okay. Hauptstraße. Können wir eigentlich vom Weiten sehen, das Auto, ne? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie weit wir vom Startpunkt entfernt waren. Jetzt müssen wir doch die ganze Strecke laufen. Ja, aber auch nur einmal. Genau. Links müssen wir. Hä? Wir müssen links? Kann doch nicht sein. Ich hätte auch nicht mit gerechnet, aber ich gucke gleich aufs Handy. Das müssen wir nicht ganz sagen, es kommt irgendwas. Ich gucke mal vor links. Stelle, das war der Startpunkt. Achso. Da wollte er links laufen. Achso. Ich wollte erstmal zum Startpunkt. Okay. Wenn man nochmal loslaufen muss, das wäre. Oh Gott. So. Das ist ein bisschen unrecht geworden, ne? Also du ein bisschen von vorne, aber das kommt ja, weil er gerobbt ist. Sag mal lieber, wo mein Auto ist.
Ja, geradeaus, das ist jetzt an dieser Straße. Das sehe ich noch nicht. An dieser Straße. Ich sehe ja nicht die Straße. Ja, genau. So ist es. So, ach, was ist denn jetzt mit dem Fazit hier? Machen wir jetzt eins oder nicht? Fazit. Machen wir eins. Ja, die letzten 3 Kilometer hätte man sich sparen können. Das war nur Straße. Ja, wir haben es auch nur pro forma gemacht, der Tour wegen. Aber das war gar nicht so schlecht. Ja, wie gesagt, die beste Phase war wieder, als wir querfeld eingelaufen sind, genau, muss ich sagen. Macht mir immer noch am meisten Spaß. Es gibt doch einige Leute, die dann doch nur Sonntagsspaziergänger sind. Ja. Ja. Dann nur auf festen Wegen laufen, gehen, spazieren. Ja. Ist dann halt so. Hi. Sportplatz Friedhof. Also, ich denke aber, dass wir jetzt auch den ganzen Berg umkreist haben, ne? Ja. Das ist unmöglich. Ja. Bei dem, was wir an Kilometer heute runtergerissen haben, hier auf dieser Seite ist auch nicht mehr viel, das stimmt. Wir müssten höchstens nochmal wieder kommen zum Buddeln. Ja, das ist natürlich echt die Frage, was auf den Feldern da den die kleinen Wäldchen, was die da bezwecken. Ich weiß es nicht. Das ist genauso wie mit dem Kristall auf dem Baumstumpf. Da habe ich auch noch keine Nachricht. Ich habe auch noch nichts gefunden. Ja gut, ich denke, das war wirklich Salz, ne? Für die Tiere. Zum Ablecken. Ja. Da gehe ich jetzt mal schwer von aus. In die Richtung sollte man vielleicht mal suchen. Irgendwie Försterwald, Salz. Ich schreibe es mal rein, weil es kommt heute. Ja. Das ist einer von denen, weil wer weiß. Wenn das Sonntagsspaziergänger sind, nicht. Naja, das ist wohl so. Das stand ja auch mitten im Wald. Also. 50 Meter links. Und dann? Genau. Muss ich nochmal gucken. Ist jetzt noch 100 Meter. Ach so, hier können wir, hier links. Ja, da können wir den Weg hoch. Da oben steht doch irgendwo dein Auto. Oder? Ich sehe es noch nicht. Sehen du es auch noch nicht. Ich sehe es. Warte. Seht ihr es auch? Jo. Guck mal. Haben wir es doch. Hey, hey, hey. Ja. Nee, gleich feiern unten. Ganz schnell. So, Freunde. Ich würde sagen, bis nächste Woche. Wenn ihr noch nicht eingeschlafen seid, ne? Genau. Das waren ja doch 4,5 Stunden jetzt oder so. Ja, war schon sehr, sehr lang. Muss ich sagen. Ah, hier gibt es noch einen kleinen Teich. Einen kleinen Snack für euch noch. Kleinen Snack für zwischendurch hier. Snack. Genau. So. Ja, ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video, ne? Was bestimmt kommen wird. So.
Bis dann.